Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Medieval Dynasty. Unsere Jagdhütte ist kurz vor der Fertigstellung. Allerdings hat unser Hammer zwischendurch den Geist aufgegeben. Deswegen musste ich jetzt noch mal ein paar Rundhölzer holen. Und dann müssen wir den Hammer wieder auf die 1 legen. Und dann müssen wir auch die 1 auswählen. Und dann können wir da noch ein bisschen draufkloppen hier auf die Wand. Und damit ist die Jagdhütte abgeschlossen. Wollen wir doch mal schauen. Jagdhütte, Arbeitstisch, Bogen, Langbogen, Recurved Bogen, Steinpfeile, Eisenbolzen. Eine einfache Distanzwaffe für die Jagd. Sie benötigt Pfeile im Köcher. Sie kann in der Jagdhütte, Werkstatt und Schmiede gecraftet und gekauft werden. Eine fortschrittliche Fernkampfwaffe für die Jagd. Sie benötigt Pfeile im Köcher. Sie kann in der Jagdhütte. Recurve Bögen und eine fortschrittliche Fernkampfwaffe für die Jagd. Sie benötigt Pfeile im Köcher. Ist die Frage, Pfeile oder Bolzen? Bolzen kenne ich eigentlich nur als Armbrustmunition. Achso, ich wollte mal schauen. Wir brauchen wahrscheinlich Federn, ne? Stock, Stein und Feder. Das heißt, wir werden hier Federn einlagern. Ich habe nämlich zufällig ein paar dabei. Eine. Ich habe zufällig eine Feder dabei. Und jetzt können wir uns überlegen, es dämmert, ob wir noch mal losziehen oder ob wir schon mal das nächste Gebäude planen. Ich glaube, wir planen schon mal das nächste Gebäude, oder? Dafür schauen wir uns die noch mal im Technologiebaum an. So, der Holzschuppen ist noch nicht frei. Jagdhütte haben wir. Wir können ein Lebensmittellager bauen. Und ein Ressourcenlager. Was war das, was wir da gebaut hatten? Nicht Crafting, sondern Gebäude. Holzschuppen. Ressourcenlager, Lebensmittellager. Das war die Werkstatt, okay. Dann lesen wir uns doch mal was durch hier zum Ressourcenlager. Das Dorf ist der Hauptlagerplatz für Ressourcen und erhält Ressourcen, die im Holzschuppen graben. Was nochmal? Das Dorf ist der Hauptlagerplatz für Ressourcen und erhält Ressourcen, die im Holzschuppen, Grabungsschuppen, in der Mine, Jagdhütte, Scheune und im Pferch gesammelt werden. Die Bewohner brauchen dieses Gebäude, um Holz zu bekommen. Aha. Nee. Gebäude. Speicher. Ressourcenlager. Brauchen wir 10 Rundhölzer für? 10 Stück? Ich weiß gar nicht, ob wir so viel tragen können. Wir haben ein paar Rundhölzer da reingelegt. Hab mir die aufgehoben. Ich wollte nämlich eigentlich nur Äxte bauen. Oh, ich sehe gerade, wir sind ziemlich durstig. Wir sollten ab und zu mal was trinken gehen. So, trinken. Packen wir das Ressourcenlager hin. Machen wir ein bisschen in die Richtung, glaube ich, am besten, ne? So, Rundholz haben wir 2. Dann haben wir jetzt 5. Das heißt, wir müssen auch noch Bäumchen fällen. Und das, wo wir uns kaum noch bewegen können. Was haben wir denn für einen ganzen Kram dabei? Die Holzspeere können wir doch zum Beispiel mal ablegen. Wäre jetzt natürlich nicht schlecht im Jagdgebäude. Aber ich würde sagen, das sortiere ich nochmal offscreen. Einfache Tasche legen wir auch erstmal hier rüber. Die muss eigentlich nach nebenan in die Näherei. So, Stock, Rundholz, Stroh brauchen wir nun mal. Die Hacke, die kann hier auch noch bleiben. Wo haben wir sie denn? Steinaxt, hölzerne Hackel. Hacke und einfache Tasche kann zweite auch hier bleiben, weil die brauchen wir eigentlich nur für Landwirtschaft. Und da machen wir ja momentan nicht weiter. Da der Winter naht und ich glaube, im Herbst können wir nichts einpflanzen. Ich wollte eigentlich Stein aufsammeln. Ich dachte, da wäre ein Stein gewesen. So, dann lass uns doch hier noch ein paar Bäumchen fällen.
Vielleicht haben wir ja Glück und es hoppelt ein Fuchs über den Weg, damit wir die Quest abschließen können. Da würde ich jetzt aber fast nicht von ausgehen. So, wir tragen zu viel, ist klar. Brauchen nun mal auch jede Menge. Na, komm her. So. Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, ich wollte nach da oben hin, werde ich wohl Felder ziehen. Ist die Frage, bis wohin? Ich glaube, ich werde das Lager hier oben hinbauen. Lass uns mal kurz gucken, wo ist unser Haus? Ist da? Das Feld ist da vorm Haus. Ist ein bisschen schwierig einzuschätzen. Ja, es muss ja schon relativ dicht im Dorf sein, ne? Weil die Dorfbewohner da ja hin müssen. Das heißt, ich würde hier die Scheune hinbauen, das Lebensmittellager, glaube ich. Und hier unten dann direkt an die Straße werden wir das Ressourcenlager bauen. Gebäude. Das ist eigentlich Ressourcen. Achso, Ressourcen wäre Holzschuppen. Speicher. Ressourcenlager. Echt jetzt, ich habe ein Rundholz zu wenig. Ich kann mich kaum noch bewegen, Leute. Gehen wir nochmal hier hin und fällen noch einen Baum. Da liegt ja kein Rundholz mehr, glaube ich. Obwohl auf die Entfernung wird das, glaube ich, sowieso nicht angezeigt. Ich dachte, ich hätte jetzt schon 10 gehabt, aber waren wohl nur 9. Hätte vielleicht nochmal nachschauen sollen. Ja, die Wege werden jetzt immer weiter. Ich will da oben nicht so viele Bäume fällen, weil da soll ja unser Holzlager hin. Und das kann dann natürlich sein, da die ja im Umkreis von 50 Meter Holz haben sollen, kann es sein, dass das so weit weg ist, dass die da nicht mehr arbeiten können. Also wenn wir da jetzt noch Bäume fällen würden, das meine ich. Okay, das Rundholz war zu viel. Dann legen wir mal die zwei Rundhölzer ab. Mit X war das. Und ein mehr. Oh, ein Steinchen. Das können wir noch mitnehmen. Ja, wir können uns natürlich trotzdem nicht bewegen. Gut, dann würde ich fast sagen, ich mache einen Cut, bis wir an unserer Baustelle sind. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich wollte eigentlich gerade die Baustelle einzeichnen. Aber das Gebäude ist riesengroß. Deswegen bin ich jetzt gerade am Überlegen, ob wir das doch woanders hinsetzen. Hier könnten wir es hinsetzen. Oh, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Wo ist denn die Straße? Die ist da. Gucken. Wo können wir es setzen? Ist jetzt natürlich ein bisschen diagonal, das ist nicht ganz so schlimm, aber ziemlich nah da an dem Schuppen dran. Ja, ich glaube, bauen können wir vergessen, das wird heute nichts mehr. Ein paar Stöcker können wir noch verbasteln. Dann machen wir das doch. Basteln wir mal die Stöcker weg, die wir noch haben. Werden ja wieder welche dazukommen, wenn wir wieder Bäume fällen. Und wir werden. Achso, dafür brauchen wir nur Rundhölzer. Wir werden in dieser Folge noch einen Ausflug machen. Hier, Rundholz und Stroh, Rundholz und Stroh. Stock. Wir werden in dieser Folge noch einen kleinen Ausflug machen. Wir werden uns gleich nämlich schlafen legen. Und dann werden wir mal das ganze Kram mitnehmen, was wir verkaufen wollen. So, das war's. Mehr haben wir nicht. Ich glaube, Stroh haben wir auch nicht mehr. Nee, haben wir nicht. Gut, dann würde ich mal vorschlagen, wir wollen mitnehmen zum Verkaufen nichts. Aber wir werden die Speere mitnehmen. Falls wir unterwegs einen Fuchs finden, uns fehlt ja noch ein Fuchs, den wir jagen müssen. So, und wir werden Beeren mitnehmen. Ja, Beeren, alle. Haferbrötchen 65%. Wir können die beiden Steinäxte noch mitnehmen. Obwohl eine Steinaxt können wir hier lassen, ne, als Reserve.
Ich bin gerade überlegen. Eine hier lassen als Reserve. Die ist fast kaputt. Ja gut. Dann lassen wir eine hier. Und legen uns schlafen. Und heute werden wir einen Ausflug machen. Wir werden mal schauen. Vielleicht werden wir noch ein bisschen Pilze sammeln. Wobei ich das jetzt mal zu bezweifeln wage, da wir uns sowieso kaum noch bewegen können. Wir gehen auf jeden Fall ins Dorf. Ich würde fast sagen, erstmal in das Dorf, wo Unigost ist. Da werden wir nochmal mit unserer Herzensdame flirten. Dann gehen wir rüber ins andere Dorf und werden dort auch nochmal mit der Inga, war es glaube ich, die uns Eier andrehen wollte, mit der Inga sprechen, um ein bisschen Zuneigung zu gewinnen. Und dann werden wir uns auf den Weg machen in ein für uns unbekanntes Dorf. So, Steine muss ich leider einsammeln, geht nicht anders. Ich habe irgendwie Angst, dass ich hier niemals Steine finde. Wir sind jetzt gerade sowieso schon hier und hier waren doch immer Füchse, ne? Wir halten jetzt einfach mal Ausschau, ob wir noch einen Fuchs finden. Wir werden noch was trinken. Drei brauchen wir. Vielleicht haben wir ja Glück und wir sehen hier noch einen Fuchs auf die Schnelle. Dann hätten wir die Quest nämlich abgeschlossen. Und dann müssen wir mal schauen, dass uns das Fleisch zu Hause nicht vergammelt. Da müssen wir eventuell mal einen Brattag einlegen. Einen Kochtag. Ja, ich weiß natürlich nicht genau, wo die Füchse immer waren. Da ist ein Wildschwein. Da ist ein Fuchs. Bleib stehen, Fuchs. Fuchs, bleib stehen. Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Gib sie wieder her. Ja, ich will eigentlich nicht zu weit jetzt in die Richtung, weil Wildschwein. Und ich habe keine Lust, von Wildschwein gejagt zu werden. Da ist noch eins. Oh, oh. Wir werden schon gejagt. Puh, Glück gehabt. Das war Notwehr, da konnte ich jetzt nichts für. Es war nicht geplant, dass wir Wildschwein jagen. Aber gut, so leveln wir natürlich auch ein bisschen auf. So, schauen wir mal, dass wir den Fuchs wiederfinden. Leider können wir noch keine Fährten lesen. Aber ich glaube, mit dem nächsten Skillpunkt können wir das skillen. So, das war jetzt ärgerlich, ja? Da ist er. Ja, der ist noch nicht tot. Jetzt ist er tot. So, Kapitel 5, ein Bauernhof. Platziere ein Feld, baue eine Scheune. Feld hatten wir schon platziert. Können wir natürlich nochmal machen. So, das Schwein läuft weg, dann lassen wir es mal weglaufen. Aber wir müssen ja nicht unbedingt weiterjagen. Wir haben momentan genug zu essen. Und falls uns im Winter tatsächlich die Nahrung ausgehen sollte, wissen wir ja, wo wir Schweine finden. So. Komisch, dass das jetzt erst kommt mit dem Feld. Und ein bisschen blöd, dass das Feld nicht erkannt wird als, als Questgebäude. Questgebäude, ja, ist ja in dem Sinne ein Questgebäude. So, lass mir mal gucken, wie lange müssen wir noch laufen. Wo sind wir überhaupt? Ach, da sind wir. Ja, wir sind fast da. Aber ich würde sagen, da ich so langsam bin, mache ich trotzdem noch mal einen kurzen Cut, also bis gleich. So, da sind wir wieder im Dorf angekommen. Was ist das hier für ein Gebäude? Hier ist nichts in der Truhe, schade. Hier ist gerade keiner, so hätten wir gut stehlen können. Achso, da oben ist dieser Kuhhändler, ja. Samir. Ja, ich möchte eigentlich gar nicht mit dir reden. Ich hatte gehofft, du wärst ein Händler. Aber gut, dann gehen wir halt zum Kuhhändler. Der kann uns nur noch Mist verkaufen, also Dünger. Wobei, brauchen wir das jetzt? So schnell werden wir kein Feld anlegen, kein neues. Denke ich. Macht Mu.
So, zeig mir deine Ware. Du darfst haben die Steinaxt hier, die ist fast kaputt. Und die andere Steinaxt ist Reserve. Also die brauchen wir. Aber die Beeren, ups, die Beeren darfst du alle haben. Die Pilze darfst du auch alle haben, auch wenn es nicht so viele sind. Ladenbrot hat einen Verkaufswert von 3, das ist zu wenig. Fleisch mit Soße hat noch 50%, das können wir bestimmt noch essen. Die Pilze darfst du auch haben. Die haben auch noch 50%, die beiden Suppen. Trockenfleisch hat noch 75%. Leder, Pelz und Stein verkaufen wir nicht. Auf Wiedersehen. Müssen mal schauen, ob wir das heute noch alles schaffen, was ich vorhatte. Auf jeden Fall wollen wir flirten. Allerdings ist unsere Herzensdame gar nicht da. Du bist das nicht gewesen. Oh doch, du bist das gewesen, Jaromira. Entschuldigung. So, ich möchte dir etwas sagen. Bewundere deine Hingabe zur Arbeit. Ich möchte dir etwas sagen, schöne Frau. Weißt du, ich mag dich sehr gern. Oh. Okay. Schade, haben wir versaut. Na gut. Schönes Wetter heute? Ja, total. Regnet die ganze Zeit. Kürzlich bin ich in die Jagd eingestiegen. Nochmal schönes Wetter. Ununterbrochen gearbeitet bringt uns null. Wir haben schon 100% Zustimmung, ne? Wir müssen eigentlich nur noch flirten. Aber das haben wir ja versaubeutelt. Können mal eben was essen. Jetzt richten wir uns mal nach der Haltbarkeit, nicht unbedingt nach dem Gewicht. Aber Fleisch mit Soße ist so ziemlich das Schwerste. Und nicht mehr so lange haltbar. Achso, und wir müssen die Axt wieder auf den zweiten Slot packen. Und dann schwimmen wir rüber ins nächste Dorf und werden uns ein bisschen mit der Inga unterhalten. Und wir müssten eigentlich auch noch mit anderen Leuten sprechen, ne? Aber können wir mal schauen, da sind wieder drei Ausrufezeichen. Wir können also wieder Quests erledigen. Ja, wir müssten eigentlich noch mit mehr Leuten sprechen, weil wir ja nicht nur Frauen rekrutieren wollen in unserem Dörfchen, sondern halt auch ein paar Männer. So, ich bin gerade überlegen. Nee, wenn es bei Unigos weitergehen würde, hätte uns das ja angezeigt. Das müssen wir gleich nachschauen, denke ich. So, schauen wir mal. Ausrufezeichen ist hier drin. Das wäre Diebstahl, wenn ich das nehmen würde. Ist das Messer auch Diebstahl? Ja, schade. Guten Tag. Ida, kann ich dir bei etwas helfen? Ich brauche Hilfe an der starken Masse. Ich werde dich bezahlen. Ich bin interessiert. Ich muss meine Familie ernähren. Zumindest verschwunden im Mund sind aber keine Zeit. Das sollte nicht schwer sein. Ich bin gleich zurück. Ja, ich denke. 25 Münzen. Zeig mir deine Ware. Genau, das war die mit dem Ei. Hey, hast du einen Moment Zeit? Hast du irgendwelches Gerede gehört? Gibt es uns Zustimmung? Oh ja, viel. Willst du irgendwas irgendwann ein bisschen reden? Ah, hast du einen Moment Zeit? Wie ist dir in letzter Zeit ergangen? Gibt es uns auch wieder Zustimmung? Oh, mit der Ida können wir nicht flirten, die ist verheiratet. Hast du einen Moment Zeit? Kommen wir von der Feldarbeit zurück. So sind wir bei 95%. Ist die Arbeit. Ah, das hat uns Minus gebracht. Und mehr können wir nicht reden. Schade. Ich werde jetzt gehen. Falibor. Ach so, du bist der Schneider, ja? Du hast ja auch nichts, was wir unbedingt haben wollen. Auf Wiedersehen. Melina. Ist alles eine Familie hier. Gut, nächstes Ausrufezeichen ist da oben. Da schauen wir mal. Bist du das? Nee. Cool.
Schulstern. Hallo, kann ich dir bei etwas helfen? Hey, junger Mann, ich brauche deine Hilfe. Ich bin ein älterer Mensch und kann keine Werkzeuge herstellen. Könntest du mir bitte eine Axt bringen? Ich werde nicht vergessen, dich dafür zu belohnen. Kann ich tun? Da müssen wir aber einmal nach draußen und ein Bäumchen fällen. Aber ungern das Bäumchen. Na? So, dann wollen wir dir mal eine Axt bauen. Dafür braucht man doch Rundholz, ne? Nicht, dass ich den Baum jetzt umsonst fälle. Ne, dafür braucht man kein Rundholz. Dafür hätten wir Stöcker gebraucht, ne? Na egal, da haben wir jetzt ein bisschen Rundholz dabei. Ja, sind natürlich auch wieder zu schwer. Komm, wir packen die hier mal auf einen Haufen. Wenn wir wieder nach Hause gehen, können wir die hier abholen. Rundholz, X. Und fallen lassen. Ah, wir hätten nur Stöcker und Steine gebraucht, meine ich. Ah, Crafting. Wir brauchen aber noch 3 Stöcker. Gut, das sollte nicht das Problem sein. 1, 2. Steine nehmen wir natürlich auch mit. 3 Stöcker. So, Axt ist schnell gebastelt. Und hüpf. Und bitteschön. So, wir haben leider nur Reputationspunkte bekommen. Nichts anderes als Belohnung. Inga war's. Kann ich dir bei etwas helfen? Der Winter steht vor der Tür und wir haben kein Lebensmittel eingelagert. Der letzte Sturm hat unser Anbau zerstört. Kannst du uns bitte etwas Getreide bringen, damit wir den Winter überleben? Tut mir leid, kann ich nicht. So Leute, wir machen uns jetzt nämlich auf den Weg nach Baranica und Branica. Querfeld ein oder auf dem Weg? Ich glaube, wir nehmen den Weg. Und ich glaube, ich nehme euch auf dem Weg mit dazu, da wir die Landschaft hier noch nicht kennen. Aber ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.